Hey Leute, ich bin's wieder, eure Anna Maria und heute wieder mit Juli an meiner Seite. Hey. Heute geht es nämlich um ein ganz, ganz bestimmtes Thema und zwar... Das Geschlecht. Also die, die unsere Vlogs verfolgen, haben bestimmt schon gesehen, dass wir ja rausgefunden haben, was für ein Geschlecht unser Baby haben wird. Und das wollten wir euch natürlich nicht... vorenthalten. Genau. Aber ich dachte, bevor wir es euch sagen, machen wir davor den Geschlechtsmythentest. Viele Schwangere kennen das bestimmt, wenn man schwanger wird. Also bei mir war das genauso. Sie sagen zum Beispiel, du bekommst bestimmt ein Mädchen, weil deine Bauchform eher rund ist. Eher rund ist zum Beispiel. Oder zum Beispiel, man sagt ja, wenn die Haut schöner wird, dann bekommt man einen Jungen. Und bei mir war das genau das Gleiche. Also viele von euch haben das auch geschrieben, du kriegst bestimmt ein Mädchen wegen bla bla und kriegst bestimmt einen Jungen wegen bla bla. Und deswegen dachte ich, testen wir mal die Mythen und schauen wir mal, ob es stimmt, weil wir wissen ja jetzt, was es wird. Ich habe mir ein paar Mythen rausgesucht von einer Seite. Da steht eigentlich so gut wie alles drin, würde ich sagen. Ich werde euch dann hier einfach im Video einblenden, was er für das Mädchen spricht. Und was er für den Jungen spricht. Und am Ende des Videos werden wir euch dann sagen, was es wirklich ist. Und so sehen wir dann, ob die Mythen stimmen oder nicht. Genau. Wahrscheinlich erwarten sie ein Mädchen, wenn ihr Bauch eher rund ist. Einen Jungen, wenn ihr Bauch eher spitz ist. Also, viele haben mir gesagt, dass mein Bauch eher rund ist. Auch meine Mutter hat gesagt, mein Bauch ist eher rund. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, eher rund. Obwohl ich sagen muss, dass am Anfang der Schwangerschaft ich eher gesagt habe, dass es spitz ist. Also eher spitz aussieht, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen so ein bisschen Interpretationssache. Also ja, ich werde genau. Da jetzt kein Urteil fällen können. Also aber ich will jetzt einfach rund. Mal genau mehr zum Mädchen. Okay, rund spricht für Mädchen. Ja. Okay, also für ein Mädchen spricht, dass sie launischer als sonst sind und für einen Jungen öfters Kopfschmerzen haben als sonst. Ja, okay, das eine hat ja mit dem anderen also, total gar nichts zu tun eigentlich. Ja. Du bist schon aber ich weiß, ich habe keine Kopfschmerzen. Also ich habe auf jeden Fall, also das kann ich auf jeden Fall ausschließen. Kopfschmerzen habe ich überhaupt nicht. Aber ich glaube schon, dass ich launischer bin. Ja, obwohl man auch wirklich sagen, weil launisch generell sagt man ja durch die hormonelle Umstellung kann es ja eh passieren. Aber gut, wir gehen nach den Mythen. Spricht es dann eher für ein Mädchen, weil Kopfschmerzen hast keine. Die habe ich dafür. Durch deine Launen. Ihre linke Brust größer ist als die rechte. Ihre rechte Brust größer ist als die linke. Also ich habe vorhin geguckt und ich würde sagen, also bei mir sind beide Brüste gleich groß. Also spricht es zu keinem Geschlecht. Sie oft Gelüste auf Süßes haben und sie oft, und also für ein Mädchen. Und sie oft Gelüste auf Salziges haben. Für einen Jungen, das ist jetzt schwer, weil das war davor schon sehr ausgeprägt, aber ja, in jeglicher Hinsicht. Was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist, wenn ich zum Bäcker gehe, dann hole ich mir immer was Salziges als was Süßes. Salz ist spricht für einen Jungen. Ja, genau. Deswegen würde ich eher sagen, Junge. Ihr Bauch sich zu allen Seiten ausdehnt, sie den Bauch nach vorne tragen. Also ein paar Sachen sind echt schwierig zu beantworten, weil ich glaube, dass die meisten Sachen Interpretationsfragen sind. Ja. Und ich würde aber eher sagen, also eher nach vorne als seitlich. Also ich würde sagen, wenn man mich von hinten sieht, dann wird man nicht denken, dass ich schwanger bin. So. Also eher nach vorne. Und nach vorne spricht für ein Mädchen? Für einen Junge. Ja, für einen Junge. Mädchen, wenn ihnen übel ist und... Junge, wenn sie schneller kalte Füße kriegen als vor der Schwangerschaft. Also übel ist mir auf jeden Fall nicht. Das habe ich auch schon mal Es kann übrigens erzählt. Auch beides zutreffen, dann kriegt halt beides einen Strich. Ja. Ja, aber übel ist mir auf jeden Fall nicht. Also das kann ich ausschließen. Also Übelkeitgefühl habe ich überhaupt nicht, aber kalte Füße hatte ich eigentlich schon immer. Also nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch vorher schon. Mhm. Aber machen wir trotzdem einen Punkt für den Jungen. Stimmt ja auch. Wenn sie sich hässlicher als sonst fühlen, wenn sie sich hübsch und wohl fühlen. Ich habe das ja schon mal in einem Vlog auch angesprochen. Meine Haut ist ja viel reiner geworden seit der Schwangerschaft. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir mega aufgefallen ist. Und deswegen würde ich sagen, ich fühle mich hübsch und wohl. Das spricht also für einen Jungen. Sie auf der rechten Seite schlafen oder sie auf der linken Seite schlafen.
Obwohl es auch damit zu tun hat, auf welcher Seite ich schlafe, weil du ja in meinem Arm pennst, also. Ja, aber du drehst dich oft weg, also pennst du eher nach links. Mit dem Gesicht zur linken Wand, ja. Ja, links, nach links. Und das spricht auch für einen Junge. Spricht für einen Junge. So. Ihre Haare eher fettiger sind als sonst. Ihre Haare stärker in der Schwangerschaft glänzen. Wie findest du meine Haare? Wie immer. Ich könnte es nicht irgendwie behaupten. Vielleicht haben sie mehr Volumen, aber das wäre es echt wirklich weit hergeholt, wenn ich das so... Ich weiß auch nicht. Also ich habe das Gefühl, es hat sich nicht so mega viel verändert eigentlich mit meinen Haaren. Ich würde, also mir gefallen sie schon voll. Also ich finde meine Haare schön, aber ich fand sie vorher auch schon eigentlich schön. Deswegen würde ich sagen, einfach kein Punkt, oder? Ja. Ja. Kein Punkt. Sie schlechtere Haut als sonst haben, sie besonders eine reine und schöne Haut haben. Also ich würde sagen, also ich habe es ja schon vorhin gesagt, eher eine besonders reine und schöne Haut, obwohl ich sagen muss, dass bei mir Dekolleté-Bereich relativ unrein geworden ist. Okay? Aber trotzdem würde ich eher sagen rein. Also es ist auf jeden Fall reiner als vorher, deswegen Junge. Dann war noch die Frage, es spricht für ein Mädchen, wenn sie besonders vergesslich sind. Für ein Junge, wenn zusätzlich zum Bauch auch ihr Po wächst. Dass mein Po auf jeden Fall gewachsen ist, stimmt. Das haben sehr viele Freundinnen von mir gesagt. Also, aber... Vergesslich. Vergesslich stimmt auch. Ich bin echt vergesslich geworden. Also... Durch die Schwangerschaft. Ich glaube schon. Also es gibt viele Sachen, wo ich denke, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also es gibt, ich kann mich an vielen Sachen einfach nicht mehr daran erinnern, ob ich sie gemacht habe oder nicht. Also kriegt der Junge, sowohl der Junge als auch das Mädchen, einen Strich. Ja. Okay. So, das waren jetzt alle Geschlechtsmythen. Wir haben das versucht, so gut wie möglich zu beantworten. Viele Sachen konnten wir selber nicht beurteilen, deswegen haben wir da einfach den Punkt weggelassen. Aber wie ihr jetzt sehen könnt, sprechen 7 Punkte für den Jungen und 3 Punkte für das Mädchen. Okay, wir lösen es jetzt auf. Also die Mythen haben bei uns nicht zugetroffen. Ja, weil wir bekommen ein Mädchen. Und genau. Ich freue mich auch. Also ich freue mich auf jeden Fall. Natürlich wäre ein Junge auch mega schön gewesen. Aber wie auch schon in dem letzten Video gesagt, dass ich ein bisschen mir ein Mädchen wünsche. Und ich freue mich auch, dass mein Wunsch, sag ich mal, in Erfüllung geht. Und du? Ich freue mich auch. Aber bei mir war es ja von Anfang an, hat es ja keine Rolle gespielt, was für ein Geschlecht das Kind mal haben wird. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es ein Mädchen wird, stelle ich mir schon die ganzen Sachen vor, wie... die ich mit meinem kleinen Mädchen, mit meinem kleinen Engel machen werde. Viele von euch hatten auch übrigens recht. Wir haben ja auch auf Instagram eine Umfrage auch gemacht, was ihr denkt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Und die meisten, also ich würde sagen, so 60% haben für ein Mädchen gestimmt und 40% für einen Jungen. Das war trotzdem sehr knapp. Und zur Beurteilung der Mythen würde ich mal sagen... Also man kann sich auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Ja, eigentlich totaler Schwachsinn. Ja, weil also da eigentlich ganz spielt andere, das überhaupt keine Rolle. Ja. Die Aussagen, wo da getroffen wurden oder die Annahmen, haben gar nichts mit der Realität zu tun. Wie wir ja hier ganz schön widerlegen konnten. Genau. Und ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Wahrscheinlich mit mir alleine, aber ja. Wahrscheinlich schon. Ciao. Ciao.